Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Sternranger nennen, wenn ihr wollt. Denn jetzt bin ich in der Sternranger-Liste, wie ihr seht. Ja, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich glaube, hier muss ich arbeiten. Nein, es ist natürlich die Sternrangliste. Aber ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter durcharbeiten. Noch habe ich nicht genügend neue Levels von euch für einen neuen Part. Und ich dachte, die Zeit nutze ich vielleicht ein bisschen aus, um nochmal ein paar von diesen besonders verbreiteten Levels für euch zu spielen. Ich habe aber noch ein paar andere Pläne. Also keine Sorge, liebe Leute, es bleibt noch genügend Zeit und Platz für eure Parts. So, also wir fangen jetzt mal an mit Platz 14. Das letzte Mal haben wir Première Création gespielt von Cendrillon und jetzt spielen wir Sonic One Memory. Ja, da kann ich leider jetzt nicht gut mitmischen, denn oje, ich muss mich jetzt outen. Ich habe noch nie ein Sonic-Spiel gespielt. Bam, bam, bam! Also ich kenne schon so einige Elemente. Oh, da sind wir auch schon, Sonic. Oh, cool. Das ist natürlich cool. Und wir rollen. Wir laufen nicht, wir rollen nur. Tschüss. Nochmal? Ah ja, wir kriegen das offenbar nochmal. Oh! Und ich glaube, man muss hier eigentlich ganz schnell durchrennen. Ach so, hä? Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, man rennt hier vielleicht so im Kreis entlang. Also Sonic macht das ja, der rennt ja immer solche Kreise. Muss man das so machen? Ich schätze mal, er hat hier das Level, ein Level aus Sonic 1 wirklich nachgebaut. Das muss dem bestimmt sehr ähnlich sehen. Aber, ich kann es leider nicht erkennen, weil ich das Spiel halt nicht gespielt habe. So. Too easy, sagt er. Na gut, stimmt schon, es ist nicht schwer. Aber er soll sich mal nicht zu früh beschweren. Vielleicht kommt die Härte ja noch ganz am Ende. Oh. Upsa. Oh, uck. Das sagt er da auch. Ich hätte wohl springen müssen. Hoffentlich kommen die Dinger wieder. So. Okay, und hier rüber. Oh, I'm stuck, sagt er. Oh, oh, oh. Es geht hier noch weiter darum. Ja, ich weiß nicht, ob diese Fallplattformen nochmal wiederkommen. Aber das würde für mich... Oh je. Oh je. Doch, das geht schon. Huh, was ist denn das? Das ist ja... Ja, Sonic ist eben nicht so der Fahnenmast-Erklimmer. Ich hab's geschafft. Das war ja ein interessantes Level. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, was das auf den Top-Levels macht. Ist schon ganz nett. Und bestimmt für Sonic-Kenner ganz toll. Also ich bin... Also klar, den Stern gebe ich. Wahrscheinlich hat sich das genauso fortgepflanzt. Jeder, der gesagt hat, ja, es ist okay, es ist zwar nicht top, aber es ist okay und dafür kann man einen Stern geben, hat es eben gemacht und dann hat es so viele Sterne bekommen. Aber ich will mal nichts dagegen sagen. Ich fand das schon in Ordnung so, liebe Leute. Das war schon in Ordnung. So, Big Boo's Haunt N64. Das ist wahrscheinlich wieder was, was ich nicht so ganz nachverfolgen kann, nachvollziehen. Obwohl, na klar, wenn das von Super Mario N64 war... Da müsste ich das eigentlich erkennen. Perfection. Go away, Boo. Okay. Oh, warum läufst du weg, kleiner Boohoo? Erzähl mir das doch bitte. So, Waffles. Ich poste noch manche ihren Code. Alles klar, ich gehe einfach mal hier rein. Wer weiß schon, wo das hinführt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass da jemand seine eigene Melodie eingebaut hat. Vielleicht geht es darum hier. Also es hört sich auf jeden Fall nicht so an wie die Standardmusiken, die ich kenne, aber vielleicht... Ach, es, ich bin... Nee, kann sein, dass es gar nicht so ist. Tut mir leid, kann sein, dass es gar nicht so ist. Ich glaube, ich habe die Geisterhäuser hier noch gar nicht... in diesem Set noch gar nicht ausprobiert von der Melodie hier. Also glaubt es nicht, aber man kann hier ja eigene Melodien meines Wissens einbauen. Ich glaube, ich möchte hier runter. Wow! Okay, und jetzt? Okay, ich glaube, ich muss da runter. Und da sind Münzen. Oh, ich darf hier einfach runterfallen. Da habe ich mir viel zu viele Sorgen gemacht. Okay, offenbar erkennt man auch das hier wieder aus einem anderen Spiel. Vom N64. Und ich muss sagen, ich kenne es leider nicht. Es tut mir leid. Aber es gibt offenbar ganz viele Liebhaber. Ach nee. Ah, hier bin ich. Da war ich ja schon mal. Miste. Miste. Ach, Herr Jemini. Na gut, dann gehen wir eben weiter nochmal. Durch die Tür. Diesmal vielleicht durch die andere. Hatten wir das letzte Mal ausprobiert? Oh. Okay. Und weiter? Müssen wir den Hund befreien oder so? Ach nee, sowas kann man, glaube ich, gar nicht einbauen, ne? Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Stimmt's? Ich habe jetzt mich auf jeden Fall erstmal fressen lassen. Ich glaube, ich sterbe hier aus Zeitgründen. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Ach, ich hätte da nur mit dem Pilz... Ach, herrje. Okay. Ich musste ja wieder hoch. Ich sehe es gerade. Ich sehe... Mario ist verbrannt bis auf die Knochen. Voll schade. Okay, das können wir aber. Das ist nicht schwer.
Go away, blöder Boo. Mann, warum bist du im Weg? Weil er Angst hat. Nein, er geht weg, weil er Angst hat. Er ist nicht im Weg, weil er Angst hat. So, ich glaube, ich gehe... Ach so, genau. Erst in die Richtung. Das Level ist eigentlich, eigentlich nicht schwer. Man muss nur drüber nachdenken, wo man eigentlich hin möchte. So, einmal hier durch. Ich glaube zumindest, dass es so funktioniert. So, und... Bomba, wow. Da kann man runter, dann ist da ein Pilz, dann kann man hier wieder hoch und kann sich da durchboxen zu einer Röhre. Ich glaube, so müsste es funktionieren. Okay, ist klar. Und zwar, wo war die? War die irgendwo hier? Ach nee, das sieht ehrlich gesagt anders aus als das, was... Ich bin jetzt doch verwirrt. War die nicht hier? Oder war die hier? Ach, hier war die, genau. Die meinte ich. So. Sehr schön. Damit dürften wir jetzt weiterkommen und ich weiß aber nicht wohin. Aha, er sagt ganz groß und fällt da bitte entlang. Das ist ein das Trap! Stimmt's, ist eine Falle. Oh. okay. Das ist gefährlich. Wie müssen wir da hochkommen? Ach so. Ich glaube ja, wir brauchen einen Stern. Das stand da auch gerade. Nur wo ist dieser Stern? Vielleicht hier drin? Oh, wow. Damit habe ich gar nicht so richtig gerechnet. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall einfallsreich. Tschuk, alles klar. Okay, okay, okay. Gibt es hier vielleicht einen Stern? Ah ja, da gibt es den Stern, von dem geredet wurde. Das heißt, ich gehe jetzt zurück. Gehe hier durch. Ach nein, falsch. Ich hoffe, es reicht noch. Ich hoffe, es reicht noch. Denn ich muss hier durch und jetzt ganz viele Boos. Oh, gemein. Ich war zu lahm. Ich war ein lahmer Arsch. Aber das Level ist cool gemacht, muss ich sagen. Das ist wieder ein Level, da hat er sich, hat er sich so ein bisschen Mühe gegeben. Wer auch immer das gemacht hat, der hat sich schon seine Gedanken gemacht und ich finde, mit Erfolg gerollt. So. Ups, Tür. Hier durch und dann schön da nach unten. Erstmal hier war das, ne? Ich bin immer ein bisschen schlecht mit Orientierung. Ja, das bin ich, meine lieben Leute. Hup. Und hier durch. Und einmal hier hoch. Oh, jetzt habe ich mich vor dem Pilz erschreckt. Und hoch da. Rein da. Und, wie war das noch gleich? Ach genau, jetzt muss ich das Ding da durchboxen. Und zwar hier drin war das. Einmal hoch. Dann holen wir uns den Stern. Und diesmal sind wir hoffentlich etwas schneller und weniger verletzt als das letzte Mal. Der Stern war an der Seite. So. Oh, richtig, richtig, da war ja was. Das wollen wir nicht und da verprügeln dessen macht uns keine große Freude, liebe Leute. So, dung, dung, dung. Okay, und, achso, ich box dich erst an und dann mach ich dich fertig. So, und durch da. Yeah. Dann holen wir uns den Stern, drehen schön schnell wieder um, gehen hier durch, gehen nach unten, laufen auf die andere Seite, jumpen dahin, lassen uns keine überflüssige Zeit. Aha. Laufen noch hier durch und haben es geschafft. Das hat Spaß gemacht. Die Buhus habe ich richtig schön verprügelt. Stimmt's? Oh yeah. Das hat er sich echt gut ausgedacht. Muss ich mal sagen. Oh, Ski, sagt der jemand. Meint ihr damit vielleicht? Oh, Skifahren macht Spaß? Aber das schreibt man doch ganz anders. So, einmal. Oh nein, ich will das. Ich will das. Oh, ich glaube, ich habe es gerade vermasselt. Ich hätte vielleicht gar nicht hier unten hin sollen. Oh je. Yeah. Ja, dann greif mich schön an, solange es noch wirkt. Na, schnell, die will ich auch noch. Oh yeah, und da oben rein. Cool. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war, aber es sieht mir so aus. So, muss ich jetzt rein da? Ja, einfach reinlaufen? Ist das in Ordnung? Oder tut ihr mir was? First Try? Der hat es im First Try geschafft. Dieser blöde Arsch. Ich habe dich nämlich nicht geschafft. Ach so, das ist einfach das Ziel hier. Na gut. Ah, sehr schön. Es war ein sehr schönes Level, muss ich sagen. Nicht besonders schwer, auch wenn ich zweimal gestorben bin. Das war einfach so ein bisschen Blödheit. Aber doch, doch, hat sich seine Gedanken gemacht. Wie heißt er denn? André GX. Ja, der André, der weiß schon. André, dein Level war schön. Da gehe ich wieder hin. So. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall noch für eins. Wir können ja nicht nur zwei Levels hier vorstellen. Totaka Song. Don't Move finde ich blöd. Another Don't Press Anything finde ich jetzt auch nicht so interessant. Ja, ja, der macht das gerne, ne? Nioramu. Automatic Epic? Nee. Ich probier's mal hiermit. Was ist Donkey Kong 25 Meter Arcade? Arcade. Schon wieder von André GX. Ja, ich glaube, wer einmal hier sehr bekannt ist, der, dessen Level spielt dann auch wirklich jeder. Ich muss hier unten rein.
Und dann, dann verbreiten sich auch die anderen Levels sehr leicht. Also seid nicht traurig, wenn einer so viele Erfolge hat. Das ist nichts zum Trauern. So. Und wie ihr seht, das hat wirklich so sehr den Stil von diesen alten Donkey Kong Country Spielen. Also es erinnert auf jeden Fall daran, wie diese, Game & Watch Spiele schon fast so ein bisschen. Man hält sich hier fest. Ist das so gedacht, dass ich hier hochgehe und so? DK, alles klar. Den wollen wir einfach mal hier uns festhalten. Und hoch hier. Oh, ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Okay, da wollen wir hoch. Wollen wir da wirklich hoch? Da sind so... Ah, Powerblöcke. Können wir... Ja, wir können... Drum! Hä? Drum! Hä? Du sollst sterben! Warum ist der nicht gestorben? Ah, jetzt ist er. Genau, mehr wollte ich doch gar nicht. Der ist dauernd gehüpft. Der dachte ich... Ich will aber gerne das... Ja, dankeschön. Das Donkey Kong Ende. Cool. Und das Leben haben wir auch noch. Sehr schön. Cool. Das war ein schönes Level, muss ich sagen. Hatte sich viel dabei gedacht. Das hat so richtig schönen Retro-Stil. Das gefällt mir. Das will ich mit 4 Sternen unterstützen. Ich drücke aber nur einmal drauf, weil ich geizig bin. So, weiter geht's. Cool. Ja, der macht coole Levels, das muss ich sagen. Der gibt sich schon viel Mühe. Und hat seinen Ruhm verdient. So, weiter geht's. Don't move. Nö. Don't Moves könnt ihr ausprobieren. Ich glaube, da sind so, sind, das ist als YouTube-Video, als Let's Play ist das nicht so geeignet. Super Meat Bros. Oh, ist schon wieder André GX. Metroid Level klingt auch geil. Ich glaube, die beiden möchte ich noch machen. Ihr kennt sicherlich Super Meat Boy. Ein sauschweres Jump'n'Run, das wirklich darum geht, halt möglichst oft zu sterben. Und ich schätze mal, so ähnlich ist das hier auch gemeint. Alter Verwalter, ja. Genau so ist es gemeint. Huah. Okay. Wow. Ich musste da drin landen, im Ernst jetzt? Alter Verwalter. Also das könnte schon sein, dass ich das nicht schaffe. Ja. Denn ihr seht, das ist genau im Super Meat Boy Stil. Wer das von euch kennt, der wird das sicherlich schon mal gesehen haben. Okay. Einmal hier runter. Oh, da hätte ich länger warten müssen. Huiuiui. Ja, nee, also ich glaube, das werde ich nicht ewig ausprobieren, denn das ist wahrscheinlich sowas, wofür ich einen eigenen Part bräuchte, bis ich das gelernt habe. Super Meat Boy funktioniert übrigens auch so. Man stirbt halt ganz oft. Man stirbt ganz oft, bis man irgendwann das Level so gut beherrscht, dass man es eben nicht mehr tut. Genau. Also, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Wenn euch sowas interessiert, kann ich das auch gerne mal ausprobieren. Ob ich das irgendwann schaffe? Ja. Ich denke, ja, schon allein dieser erste Sprung, der immer wieder daneben geht, ne? Ich denke mal, das ist schon, ui, das ist schon machbar. Ja, also ihr seht ja, man arbeitet sich so voran, man findet seine Stellen wieder, wo man den Wandsprung dann machen kann. Wow. Okay, der schießt, alter Verwalter, der schießt da irgendwelche Hunde raus. Okay, wir machen nochmal... Ja, den könnten wir versuchen, den Try. Hier rechtzeitig runter. Mhm. Okay. Okay. Boah. Nee, zu knapp. Zu knapp. Da habe ich zu lange gewartet. Aber ich komme schon, weiter. Also, wenn ich jetzt noch einen Try versuche, der wird ja nur schlechter als der letzte. Genau. Och, ist das traurig. Es würde mich sehr reizen, das jetzt mal zu spielen. Denn das ist schon gut gemacht. Ich glaube aber, das bleibt mein letzter Try, egal wie schlecht, ja, egal wie schlecht er ist, denn das macht jetzt keinen Sinn, aber cool gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, sagt mir, ach, bitte probier es doch nochmal, wir wollen sehen, wie du 20 Milliarden Mal da verreckst. Aber schön, 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 gefällt mir. Ach Mist, ich hätte jetzt noch einen Stern geben wollen. Macht nichts, kann ich immer noch später tun. So, und jetzt noch kurz das letzte Level, Metroid Level. Und ich schätze mal, das wird so ein bisschen an Metroid erinnern, hä? Also ich nehme an Mario Bros. Stil. Weil das am ehesten daran erinnert. Jo. Oh ja, und ich bin Zero Suit Samus. Oh yeah. Die mag ich ja sehr gern. Die sieht immer so schön erotisch aus. Oh, erotisch macht Spaß. So, und jetzt bin ich nicht mehr Zero Suit Samus, sondern die normale Samus Aran. Mit ihrer... Uiuiui. Ach, dieser Gegnertyp erinnert so ein bisschen an einen... Boah, alter Verwalter, die haben's aber vor. Wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte damit fliegen. So. Ja, es erinnert auch so ein bisschen vom Stil her daran. Das finde ich schon ganz cool. Kriegen wir einen neuen? Oh ja. Wir sind wieder Samus. Wir haben einen Speicherpunkt gerade gefunden, sozusagen. Es ist eine schöne Zeichnung übrigens da. Mhm. Okay, wir fallen hier runter.
Ah, das ist ja geil. Das sind diese Röhrensysteme. Soll, glaube ich, so ein bisschen an diese Röhrensysteme aus den Super Metroid-Spielen erinnern. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum auch nicht? Ich bin gerade ganz schön verletzt. Ich möchte das nicht. Oioioi. Es ist nicht ganz leicht, muss ich sagen. Aber es ist durchaus schaffbar. Also nicht zu vergleichen mit dem anderen Ding. Aber das Ding kommt doch gleich zurück, oder? Ja, ja, klar kommt es zurück. Es kommt doch gleich nochmal zurück. Das glaube ich aber wohl. Mhm. Und hier wollen wir... Oh, unten dran vorbei. Tschüssi. Und ich hoffe, hier wird es jetzt nicht zu eng für uns. Oh je. Oh je, da kommen doch gemeine... Ah ja, nur Piranha-Pflanzen. Ich dachte, da kommen jetzt Goombas raus, die hier wahrscheinlich Brainbars heißen, weil es ist ja Super Metroid. Bam, bam. Oh nein! Okay, man darf hier also nicht zur Seite springen, wenn man auf die Großen draufspringt, denn dann stößt man... Das klappt nicht gut. Das klappt einfach nicht gut. So, sehr schön. Nochmal. Doch, das ist ein gutes Abschlusslevel. Das ist richtig cool gemacht. Obwohl, eigentlich wäre ich lieber Zero Suit Samus geblieben. Wow. Boah, die sind ganz schön gemein, die Dinger. Wir fliegen. So, komm da runter, du blöder Stachy. Was soll das überhaupt? Was bist du überhaupt? Was hast du für ein schlechtes Benehmen? So, cool. Jetzt sind wir Flutter Suit Samus. Und gehen mal schön hier runter. Aber ich fürchte, meine Lucky-Two-Wolke ist jetzt weg. Ich würde so gerne ballern können. Samus kann das. Manchmal bekommt man voll viele von denen, manchmal eher nicht so sehr. So. Okay. Nein! Oh Mist, das sind aber echt viele Goombas, meine lieben Leute. So. Das war aber zweimal sehr knapp. So, du kommst wieder zurück, das wissen wir inzwischen schon. Und du erschießt mich bitte nicht. So, einmal hier durch. Ja, ja. Und stimmt, da waren ja Piranha-Meister. Hallo, komm da raus und geh bestimmt bitte wieder rein. Ja, danke. So, und was hatte ich hier gemacht? Ach genau, ich bin da falsch draufgesprungen. Das sollte man nämlich nicht tun. Falsch draufspringen, das bringt einen um. Oh. Ach ja, okay. Ich will nie von diesen Flammen getroffen werden. So. Jump und... Oh, der ist noch gelandet. Das war aber gefährlich. Okay, jetzt flattern die mir da beide weg. Welchen kriege ich? Mist. Ah. Okay, alles klar. Ich will da hoch, bitte. Mann, hätte ich bloß schon den Superjump. Dann könnt ihr das ganz alleine einfach durch die Luft flattern. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Schönes Level, schöner Abschluss. Ja, gehört auf jeden Fall zu den besseren Vielsterne-Levels. Würde ich auch nochmal spielen. Deswegen bekommt es auch ein Sternchen von mir. So. Aber ich würde sagen, liebe Leute, jetzt habe ich erstmal genügend fremde Levels gespielt. Jetzt seid erstmal ihr wieder dran. Schickt mir Levels zu, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten spiele ich einfach Ranglisten oder vielleicht auch nochmal eine 100-Mario-Herausforderung. Schwer wäre das nächste, was auf uns wartet. Sagt mir, was ihr am liebsten sehen wollt und ich schaue, was ich für euch machen kann. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis dann.